Hallöchen Leute und willkommen nach langer Zeit mal wieder zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Seit heute ist es endlich soweit. Nicht nur das Update Version 1.3.0 ist da, nein, sondern auch der erste DLC ist endlich draußen. Und dadurch hat sich auch hier der Titelbildschirm ein bisschen verändert. Ihr seht, es gibt jetzt hier einen sogenannten Master-Modus. Ja, möchtest du im Master-Modus spielen? Okay. So, allerdings, das ist jetzt nämlich so eine Sache, das ist ein bisschen schwer jetzt, ehrlich gesagt, hier im Let's Play für mich das zu zeigen, weil ihr seht ja hier, man kann nämlich leider nicht, wie in anderen Zelda-Games, wo es auch so einen Heldenmodus gab, den kann man nicht einfach so an- und ausknipsen, das geht leider nicht. Das heißt, wenn ich Breath of the Wild im Master-Modus spielen möchte, muss ich ein komplett neues Spiel anfangen. Liebe Nintendo, warum kann ich das nicht einfach auch ohne? Ich meine, ich verstehe es nicht so ganz, weil ich habe das Spiel über 200 Stunden lang gespielt und dann soll ich alles nochmal von vorne machen? Ihr tickt ja nicht mehr ganz sauber. Deswegen normaler Modus. Es gibt nämlich noch ein paar andere Sachen im DLC als nur diesen Master-Modus. Da sind halt schon auf dem großen Plateau, wo man das Spiel beginnt, sind schon wesentlich stärkere Gegner und alles. Ich glaube, da soll es sogar schon Leunen geben, die du erst viel später triffst. Und an sich triffst du schon stärkere Versionen der Gegner schon so viel früher im Spiel und auch noch mehr Gegner und so. Das macht das Ganze natürlich schwieriger. Aber ganz ehrlich, Leute, das kann und will ich für das Let's Play ehrlich gesagt auch nicht machen. Ich fange nur nicht wieder komplett von vorne an. Das war schon mühselig genug. So, möchtest du normalen Modus spielen? Okay, möchte ich. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Nintendo. Also hier, ne? Hier kann ich jetzt wieder fortsetzen, ne? Also ganz ehrlich, Leute, das tue ich mir doch nicht nochmal an. Das ganze Spiel nochmal? Das ganze Spiel? Nee, also ganz ehrlich, das geht zu weit. So, komm, wir machen jetzt hier fortsetzen, ganz normal hier. Hebrabergen, ist ein Autospeicher. Da war ich selber privat noch so ein bisschen unterwegs. Ist eigentlich völlig irrelevant. Ja, egal, kommen wir mal einfach hier anfangen. So, da bin ich jetzt wieder. Oh, Auserwählter. Wer spricht denn da zu mir? Auserwählter. Dein Name ist Link. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Ich bin dir nicht auf den Kopf gefallen. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Ach, was du nicht sagst. Da, wo du das Masterschwert aus dem Stein gezogen hast. Ja, ich weiß, vor dem Dekobaum. Gehe zum großen Dekobaum im Wald der Krox. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. EX, Prüfung des Schwerts. Bam! Neue Nebenaufgabe bekommen. So. Oh, jetzt kann ich mich endlich wieder rühren hier. Oh, Falkenbogen, so. Die seltsame Maske. Noch eine andere Nebenaufgabe. Und Teleportation? So, EX steht halt hier für Expansion und hier die uralte Maske. Alter, da rauschen die Nebenquests rein hier. Feengewand. Ja, was denn noch alles? Krone der Schatten. Ja, wie geil ist das denn bitte? So, und geisterhafte Rüstung. So, kann ich jetzt endlich mal wieder in Ruhe spielen, bitte? Danke. Ja, kann ich. So, ich muss gleich mal hier... okay, Tagebuch. Geisterhafte Rüstung. Also EX steht im Englischen für Expansion. Das ist jetzt, weil ich ein DLC habe, das ist jetzt neu hier. Wie geil, hier, Nebenaufgaben abgeschlossen, 76 von 83. Ja, wie geht das denn? Naja, weil das jetzt neu dazugekommen ist, deswegen. So, Randas Extra-Notizen, Hyrule-Stahlruinen. Die Königshimmel von Hyrule besaß historisch wertvolle Gewandungen, die von einem Räuber namens Randa gestohlen wurden. Kenne ich doch, da hatten wir doch schon mal eine Nebenquest, ne? Eines dieser Stücke war eine geisterhafte Rüstung. In den Hyrule-Stahlruinen sollen sich Aufzeichnungen befinden, die verraten, wo sich dieser Schatz befindet. Ah ja. Gut, es kommen nämlich ein paar neue Klamotten auch noch dazu. Das kann eigentlich nur die Phantomrüstung aus Spirit Tracks sein. Die gibt's nämlich, hat man im Trailer schon gesehen.
Dann haben wir hier Krone der Schatten, die Königsfamilie, bla 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 bla. Ne, der Gegenstand bei der Krone der Schatten. Okay, ist überall bei den Hyrule-Stallruinen sind da die Hinweise, wo man das finden kann. Okay, dann hier Teleportation, Gerüchteküche extra 2. Es soll einen Gegenstand geben, der einem erlaubt, sich an den Ort zu teleportieren, an dem man ihn platziert hat. Am Stahl von Südarkada soll es eine Extra-Ausgabe von Kletis Gerüchteküche mit Gerüchten zu diesem Gegenstand geben. Na, wie finde ich denn das? Obergeil natürlich. Und dann haben wir hier noch die seltsame Maske. Man munkelt von einer Krogmaske, die ihrem Träger verrät, wenn sich Krogs in der Nähe aufhalten. Am Stall des Waldes soll es auch wieder so eine Extra-Ausgabe geben. Also das ist wahrscheinlich sowieso die nützlichste Maske im ganzen Spiel. Da kann man endlich mal Krogs leichter finden. Ich habe, glaube ich, gerade mal 380 Krogs-Samen von 900. So, ansonsten eben, das ist das Hauptding, worum es mir eigentlich geht, die Prüfung des Schwertes. Eine geheimnisvolle Stimme hatte von einer großen Prüfung berichtet. Worum mag es sich da wohl handeln? Besucht den Dekobaum im Wald der Krogs. Alles schön der Reihe nach. Ich glaube, als erstes mache ich sogar mal das hier. Teleportation, das ist schon sehr praktisch. Es gibt jetzt nämlich wirklich ein sogenanntes Teleportationsmedaillon. Und, warte mal, wir haben mal Minuskarte. Ich habe jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, muss man einfach wieder Steuerung hier. Ah, der Pfad des Helden wurde der Karte hinzugefügt. Drücke X, um deinen Weg zu folgen. Genau, das ist auch noch neu. Wir können jetzt sehen, wo wir schon überall gewesen sind. So, meine Magika-Sensibilität jetzt erstmal hier aus. Schnauze brauche ich nicht. Habe ich schon längst alle Schreine gefunden. Also, mit X. Pfad des Helden. Pfad des Helden? Oh. Hohoho. Ach du meine Fresse. Alles klar. Alles klar. Da sieht man überall, da wo sowas, wo es grün ist, bin ich überall schon gewesen. Da bin ich überall lang gelatscht. Richtig krass sieht das hier aus. Da sieht man aber auch, hier auf dem Berg war ich irgendwie gar nicht wirklich drauf, weil hier ist nichts. Obwohl ich, hier, Saphirs Plateau, Zirko Plateau, hier ist irgendwie nichts. Zumindest war hier kein Schrein, deswegen bin ich hier nie lang gegangen. Also, das ist noch eine Hilfe für jeden Spieler, der so 100% anstrebt, um jeden Ort zu finden und halt zu gucken, naja, wo war ich noch nicht, wo kann ich noch hin, wo gäbe es eventuell noch was. Na hier, der ganze Bereich ist für mich noch so ein bisschen unbekannt, sagen wir mal, da bin ich nicht so wirklich durchgegangen. Aber an sich, hier drüben auch, alles grün hier, ganz viel Taburase bin ich ja voll oft hingegangen. Das sieht aber auch geil aus. Okay, ja gut, so Symbole ein aus. Okay, das kann man auch noch ein- und ausmachen. Okay, vor allem vor- und zurückspulen kann man auch noch. Aha, zurückspulen. Okay, wo ich zuletzt gewesen bin und hin und dem, was ich gemacht habe. Okay, gut, beenden, passt schon. So, also, jetzt nochmal zu der Quest. Stahl von Südekarte, Musiker hier hin. Okay, na dann, Teleportation! Alles klar. Dann kann ich mich ja auch mal ruhig wieder ganz normal anziehen. So. Alles klar. Boah, jetzt will ich so extra rumlaufen. So, hier die paar Sachen hier. Ich habe offscreen noch ein kleines bisschen weitergespielt. Habe halt Leunen-Sachen gefarmt. Deswegen habe ich jetzt gerade hier so viele Leunenschilde. Und auch bei den Waffen so ein paar geile Sachen dabei. Zum Beispiel hier, das ist im Moment meine allerstärkste Waffe. Ein Chimären-Großschwert mit einer Angriffskraft von 106 Punkten. Leckt mich an die Füße, das hat noch einen plus 28 Angriffsbonus. Habe ich auf dem Tabanter Schneefall von einem silbernen Lorn bekommen. Richtig mega. Also, die will ich mir noch aufheben, die Waffe. Das ist mir entschieden zu wertvoll, dass ich die jetzt schon verschwenden würde an irgendwelchen Luschengegnern. So, okay, naja gut, dann gucken wir erstmal hier. Lesen wir mal die Sonderausgabe von Kletis Gerüchteküche wegen diesem Teleport-Medaillon. Das muss es sein. Untersuchen. Ja, Gerüchteküche extra 2. Kletis Gerüchteküche extra 2. Lesen.
Hallo, hier ist wieder eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann ich selbst kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Für jeden Geschäftsreisenden oder Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala in den Tiefen der Erde versteckt sein. Wie glaubwürdig dieses Gerücht ist, überlasse ich dem Urteil meiner Leser. Kletis Empfehlungspunkte 5 Sterne. Na, ist das nicht geil? So, neuer Zielpunkt. In der Extra-Ausgabe Nummer 12 von Kletis Gerüchte hast du gelesen, dass ein Medaillon geben soll, das den Besitzer an die Stelle teleportieren kann, nachdem es abgelegt wurde hier. Es soll in einem Labyrinth im Nordosten von einer kalten Unterschiede versteckt sein. Wenn du diesem Gerücht Glauben schenkst, solltest du dich auf die Suche nach diesem Labyrinth machen. Das ist natürlich ganz logisch, was das ist. Das ist nämlich hier oben das hier. Das Irland hier, die Irlandinsel mit dem Tokaru-Schrein. Und irgendwo da wird das Ding wohl sein. Das heißt, da kann ich mich doch eigentlich, kann ich mich da nicht eigentlich reinporten? Ich porte mich da direkt mal hin. Okay, Leute. Jetzt bin ich aber gespannt, wo das hier ist. Und da gibt es übrigens jetzt eigentlich für mich ja eigentlich gibt es da doch noch einen ziemlich praktischen Trick. Ich kann ja hier mit meinem Shika Sensor Plus, kann ich ja auch sagen, ich ändere das Suchobjekt auf Schatztruhen. Weil das, was ich suche, ist ja in der Schatztruhe logischerweise drin. Das liegt ja nicht einfach so am Boden rum. Und das bedeutet, als Suchobjekt suchen. Zack, Suchobjekt geändert, Schatztruhe. Das heißt, wenn es jetzt in meiner Nähe wo piepst, dann finde ich das ganz leicht. Ja, und übrigens jetzt auch nicht wundern, eins, was ich auch noch offscreen gemacht habe, ich habe mir jetzt die ganzen restlichen Fotos noch gekauft, die mir gefehlt haben. Kann man ja machen, es kostet dementsprechend Geld. Und vor allem kann man erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat, auch die Bossfotos kaufen. Weil ich Trottel hatte ja damals vergessen, Ganons Wasser und auch Windfluch zu fotografieren, ist aber kein Problem. Kann man auch noch nachkaufen, ist jetzt hier drunter unter den ganzen Monstern hier, ganz hinten. Ja, Ganons Donnerfluch, Ganons Feuerfluch, Wasser- und Windfluch und natürlich auch noch Verheerung Ganon und Dämonenbestie Ganon. Kann man alle nur kaufen, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Gibt es noch eine eigene Kategorie bei diesem Simon, glaube ich, hieß der, hat noch Bossfotos zu verkaufen. Ansonsten, also das Hyrule Handbuch habe ich 100% jetzt komplett und dadurch habe ich sogar noch etwas bekommen. Das muss ich euch nämlich noch ganz kurz zeigen. Ah, Schatztruhe sogar in der Nähe. Das muss ich euch noch kurz zeigen, hier in meiner Tasche, hier ganz hinten. Wo ist es denn? Ja, hier. Geheimunterlagen. Im Umschlag befindet sich das Foto einer jungen Frau des Stamms der Shika. Sie ist außergewöhnlich schön, nur leider kann ich mir das Foto gar nicht angucken. Was soll denn die Scheiße? Wieso kriege ich das, wenn ich mir das nicht ansehen kann? Ist das dumm? Das bekommt man nämlich automatisch, wenn man alle Fotos hat und dann ihn oder die andere Kleine da nochmal anspricht, dann kriegt man diese Geheimunterlagen. Ja, ansonsten, ich habe hier jetzt noch etwas Neues, und zwar einen sogenannten Moldora-Orden. Diesen Orden hast du von Kilton dafür bekommen, dass du alle Moldoras besiegt hast. 4 Sandbestien getötet ist darin eingeprägt. Auch nur zu bekommen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, geht man nochmal zu Kilton. Wo, ist völlig egal, einfach mal zu ihm hingehen und ihn dann wieder auf die Monster ansprechen. Dann erzählt er euch von ein paar besonderen Monstern. Es gibt noch 2 andere Orden, es gibt noch einen, wenn ich alle, ich glaube 40 sind's, wenn ich alle Steinkolosse besiege, wisst ihr, diese Ivaroks und deren andere Arten, die Lava und die Eis und so, wenn ich die alle besiege, kriege ich da auch einen Orden dafür und auch alle Zyklopen. Diese Einäugen, diese, wie sind die jetzt nochmal, Hinox, die, ne, rot, blau, schwarz und die aus Skelett, wenn die alle zusammengezählt sind, auch, glaube ich, nochmal 40, würde ich die auch noch alle killen, bekäme ich da auch nochmal einen Orden. Ja, und ansonsten, ich habe es zumindest noch irgendwie hingekriegt, jetzt dieses verfickte Königszaumzeug zu bekommen und auch das Ritterzaumzeug, beziehungsweise noch den Königssattel, Schmucksattel, Monstersattel.
Reisesattel, ich glaube, das Einzige, was ich nicht habe, ist noch der Rittersattel. Den würde man bei diesem dämlichen Bogenschießen zum Pferdeminispiel bekommen, wenn man dann noch ein bisschen mehr Ziele trifft. Und das schaffe ich einfach nicht, weil dafür bin ich zu schlecht und das Minispiel ist zu scheiße. Also leck mich am Arsch, darum geht's jetzt auch gar nicht. Ich will dieses Medaillon finden, verdammt. Wo ist denn das? So, warte mal, ist das gleich irgendwo... Das muss ja gleich irgendwo hier sein. Ich guck mal. Vielleicht ist das gleich irgendwo hier hinten. So. Bin ja irgendwie... Ja. Hier piepst zumindest schon mal. So, aber ich sollte mir trotzdem mal eine Waffe nehmen. Irgendwas Schwaches. Hier so eine antike Lanze habe ich mal wieder anfertigen lassen. So, hier... Ich habe jetzt Breath of the Wild wieder so lange nicht mehr gespielt, dass ich wahrscheinlich wieder richtig schlecht bin im Kampf und so. Dazwischen habe ich einmal Wind Waker HD nochmal gezockt, wo die Steuerung ja komplett anders ist. Oder kann ich es überhaupt? Achso, jetzt regnet es draußen, deswegen höre ich das. Ich will eigentlich da oben rauf. Ich habe das Gefühl, dass das da oben ist. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Neues Objekt gefunden. Hä? Was denn für ein neues Objekt? Ist doch Quatsch. Oh. Achso, vielleicht deswegen. Warte mal, komm. Egal, ist Sturm. Ja. So, jetzt bin ich hier oben drauf. Ich gucke jetzt mal. Irgendwie... Ja. Okay. Ist wahrscheinlich irgendwo hier hinten. Ist das hier... Ist das hier hinten unten? Oder wo soll denn das sein? Vorsichtig. Gucken. Ist das hier? Oder wo ist denn das genau? Muss doch jetzt hier irgendwo sein. Oh, was wollen die denn? Die Fledermäuse. Ach, hier! Da ist es doch schon. Das muss es eigentlich sein, oder? Nö, das sind 100 Rubine. Scheiße. Neues Objekt gefunden. Toll, jetzt hat der... Hat er mir die ganze Zeit jetzt die eine Truhe gezeigt, oder was? Naja gut, dann muss noch hier... Oh, hier wird's aber ziemlich krass piepsen. Jetzt wieder nicht. Verarschen? Mensch, wo ist denn das überhaupt? Das ist jetzt auch richtig dumm. Jetzt kann ich hier schon wieder nicht klettern, weil es regnet ja immer. Ich hab den Regen, habe ich ja so vermisst. Dermaßen vermisst in dem Spiel, nicht wahr? Ey, wo ist denn jetzt hier noch was? Hier piepst es ziemlich laut. Ist die Frage, ist die Truhe überhaupt unten oder ist die oben? Das kann ja nicht sein. Da ist irgendwie auch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Warte mal. Ich will nochmal zum Schrein nochmal... Oder warte mal. Warte, ich mach das nochmal neu. So, das gilt nicht, das wird geschnitten, ein Spaß wird es nicht. Nur die Ladezeit. So, meine Fresse, ich habe diese Scheißtruhe endlich gefunden, die ist ja komplett woanders, wo ich gesucht habe. Die ist hier unten. Hier, da steht ja auch EX drauf für Expansion. Das ist hier. Also schon unten, aber auf der völlig falschen Seite. Da vorne in der Mitte war übrigens noch ein Diamantstirnband drin, das ich jetzt hier nochmal kurz gesucht habe während dem Schneiden. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe die ganze Zeit, ja hier, jetzt nochmal hier kurz. Ich habe die ganze Zeit hier gesucht. Hier. Im Norden. Und das ist aber hier. Beim Eingang unten drunter. Also unterirdisch war mir schon klar, aber ich habe halt auch da nur da so gesucht gehabt und dann noch da hinten und alles und da ist jetzt scheißegal. Ich habe das Ding endlich gefunden, ich will es nur noch haben, also her damit! Teleport-Medaillon. Ein mysteriöses Medaillon, das mit uralter Technologie hergestellt wurde, öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Teleportziel. Oh, na endlich! So! Teleportation geschafft! Und Chica-Sensor, halte Fresse! So! Oh, na endlich! Sorry, ich musste echt nochmal gucken hier, weil das kann ja nicht sein. Ich Idiot habe die ganze Zeit da hinten so geguckt. Und vor allem hier in der Mitte, das hatte ich irgendwie
bisher auch noch nie gefunden. Genau, hier war ein Diamantstirnband drin, ist jetzt nichts Besonderes. Also wie gesagt, da, wenn man von hier oben runterkommt, ist es doch eigentlich logisch, dass man eher den Bereich hier so absucht. Dann ist das genau auf der komplett anderen Seite. Und ihr seht ja, wenn ich zu weit weg bin, ungefähr wenn ich, naja, irgendwann poppt das doch, glaube ich, weg, die Truhe. Dann sieht man, also man sieht es sehr, sehr schlecht nur. Aber gut, ich habe das Ding ehrlich gefunden, ich will nichts gesagt haben, ist doch jetzt scheißegal, ich habe das jetzt, ich fand das nicht einmal von vorne an. So, hier ist es, Teleport-Medaillon. Also, das heißt auswählen, achso, platzieren, nee, das heißt, ich müsste jetzt irgendwo hingehen, wo ich es haben wollen würde. Tja, ja wo denn? Wo würde es Sinn machen, das zu platzieren? Eigentlich zum Beispiel da hinten. Zum Beispiel hier hinten. Oder direkt beim Schloss Hyrule, dass man da nicht immer reinlatschen muss. Vielleicht direkt hier so vor dem Thronsaal könnte man theoretisch. Oder weiß ich nicht. Oder eben wirklich wo es keinen Schrein in der Nähe gibt. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel hier die Ost-Ehumpo-Hochebene in der Nähe vom Eldin-Riesenfossil. Weil ihr seht, hier ist absolut nichts in der Nähe. Und von der Grabinsel aus kommt man da auch nicht so direkt hin. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte man direkt mal probieren. Eventuell, wenn er wollt. Hm? Machen wir das einfach mal. Also inneres Arcadas, Totenkopfteil, Schneidklippen. Machen wir das einfach mal hier. Ich mache mal zu den Schneidklippen hier. So, los! Oder vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Ich kann sagen, hier. Da sieht er mich jetzt definitiv nicht. Ich sage jetzt einfach mal direkt hier so. Ne? Ich will das jetzt nochmal aus. Platzieren. Und da ist es jetzt. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, das kann man nur ein einziges Mal zur selben Zeit machen. Das heißt, will ich woanders so einen Teleportpunkt setzen, muss ich den natürlich wieder entfernen. Ne? Sollte klar sein. Aber ich glaube, das ist am sinnvollsten, wenn man das wirklich wo platziert, wo nicht gerade ein Schrein in der Nähe ist, dass man sich hinporten kann. Dass man sich halt Lauferei erspart. Oder was man auch machen könnte bei den Drachen-Spawn-Punkten von den drei großen Drachen, ist einer ein bisschen umständlicher zu erreichen, der spawnt unter anderem nämlich irgendwo hier, wenn ich das jetzt finden würde. Ne, plötzlich hier unten, genau, hier habe ich mir das eh markiert, hier. Beim Osttor der Ranellstraße. Es ist hier nicht direkt ein Schrein, man müsste sich eben ständig, so habe ich es bisher immer gemacht, zum Dao-Nahe-Schrein porten und dann den ganzen Weg hier, die ganze Straße so rauflaufen. Ist ein bisschen nervig, wenn man da wirklich Drachenmaterialien farmen will, könnte man theoretisch genau hier beim Osten der Ranellstraße, wo der dann auftaucht, da kommt er nicht immer so vom Berg runter, kann man sich das auch platzieren. Also das kann ja jeder machen, wie er will. Kann ja jeder machen, wie er will. So, das nächste. Der Part geht natürlich noch weiter, ist jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, ist mir scheißegal. Tagebuch. Geist auf der Rüstung, nee, warte mal, was wollte ich als nächstes? Nee, also das kommt erst später, da will ich erstmal die ganzen anderen Klamotten finden. Ich glaube, erstmal hole ich mir das da. Genau, seltsame Maske. Das ist die Krog-Maske. Die einzige, die im ersten Trailer von dem DLC direkt schon erklärt wurde. Bei den anderen haben die das ja noch nicht so gesagt gehabt, hat man das später erfahren. Also, man munkelt von einer Krog-Maske, die im Träger verbreitet, wenn sie Krogs in der Nähe aufhalten, muss ich zum Stall des Waldes mich porten. Der ist hier unten. Und los geht's zum Minischsee. Easter Egg. Okidoki. Das ist ja zum Glück jetzt gleich hier in der Nähe. Also, wie gesagt, jetzt bitte nicht böse sein. Ich musste das jetzt zusammenschneiden, weil ich habe mich einfach dumm und dämlich gesucht und der Part wäre dadurch viel zu lang geworden. Das will ich nicht. Ich will euch ja zeigen, wo es ist. Und ich will euch nicht zeigen, wie bescheuert ich in der Gegend rumsuche und das nicht finde. Ja, das ist ja, da hat er das Let's Play seinen Sinn verwirkt. Das soll ja mehr oder weniger auch so eine Art Komplettlösung darstellen. Und was haben wir hier? Ein paar Pilze. So, dann lesen wir mal hier diese Ausgabe von, ihr wisst schon wem. So, wo ist es? Da ist es. Bitte untersuchen, aber von der richtigen Seite, wenn es geht. Sieht besser aus. So. Also, Gerüchteküche extra 1 hier, Klitoris, Gerüchteküche extra 1. Hallo, hier ist wieder eure Klitoris, Königin von Klatsch und Tratsch, ob bei Mondlicht oder Sonnenschein. Heute habe ich was besonders Saftiges für euch. Frisch aus der Gerüchteküche, die geheimnisvolle Krogmaske. Manche Handwerker glauben, dass ihre Werkzeuge mit den Jahren ein eigenes Leben annehmen, aber offenbar können auch die Massen der Waldgeister ein Eigenleben entwickeln.
ist klar. Wenn man die Krogmaske trägt, soll sie angeblich von Zeit zu Zeit klappern und eine süßliche Stimme erklingen lassen. Vielleicht ist sie aufgeregt, weil sie in der Nähe von Artgenossen aufhalten, die für unsere Augen unsichtbar sind. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baums in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Sicher nicht einfach, in so einem Ort einen Schatz zu finden, aber vielleicht gibt es eine einfache Methode. Kleine Empfehlungspunkte wieder hier. 5 Sterne! Und neuer Zielpunkt. So, extra Ausgabe Nummer 1, hast du gelesen, dass es eine Krogmaske geben soll, die ein Eigenleben entwickelt hat. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baums in einem Wald verstecken, in der alle Besucher in die Irre führt. Angeblich gibt es eine einfache Methode, sie zu finden. Ja, natürlich. Die Texte kannst du immer einfach schreiben, aber ich weiß schon, wo das sein soll. Ist natürlich hier oben in dem Wald hier drin. Blöd nur, ich glaube, ich muss den klassischen Weg wieder reingehen in die verlorenen Wälder. Weil sonst verlaufe ich mich ja, ne? Also ich muss von der Straße wieder kommen. Das heißt, ich porte mich jetzt mal hier auf den Turm der Wälder und gehe dann da rein, in den Wald. Hier vielleicht gleich? Da! Ich habe sie gefunden! Hier ist die! Okay, das ist zum Glück nicht so schwer zu finden, also... Okay, cool. Oh, Glück gehabt. So, na dann, gib mal her. Krogmaske. Diese Maske ist den Masken der Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, reagiert sie. Wenn du sie verkaufst, bekommst du sie nicht zurück. Er ist schon so dämlich und verkauft die Maske, hallo? Und, achso, ja genau, hier die seltsame Maske. Geschafft. Das heißt, Tasche, da ist sie, Krogmaske. Ausrüsten? Sieht zwar total bescheuert aus, aber erfüllt sicher ihren Zweck. Hat sogar ein Windrad. So, ist natürlich klar, jetzt ist hier nirgendwo ein Krog in der Nähe. Aber wenn, dann würde die, glaube ich, anfangen zu wackeln. Dann würde die so rumzittern in meinem Gesicht. Und das würde mir dann halt anzeigen, hey, Typi, aufpasse, hier ist irgendwo Krog in der Nähe und so, ne? Okay, gut. Dann, ich glaube, das reicht aber wirklich mal für den Part. Tagebuch. Genau, und das andere ist alles. Ich meine, hier gibt es noch eine andere Maske. Die uralte Maske. Ich kann mir schon denken, was für eine Maske damit gemeint ist. Aber ich finde es echt geil, dass da noch extra Nebenaufgaben mit drin sind. So, da muss ich eigentlich überall, wo sind denn die Hyrule-Stallruinen? Wo waren denn die nochmal? Die sind da unten. Okay, naja, gut, ist aber eigentlich nicht so. Hier ist der Zeitenwald, hier haben wir den... Hier hätten wir den Turm des Plateaus und hier haben wir den Washireako-Schrein. Ach, das ist überhaupt das große Plateau an sich. Hier, vergessen, das Plateau ist die Tempelruine. Hier sind die Stahlruinen, da erfahre ich dann... Okay, na gut, ich kann mich ja zumindest schon mal hier auf den Turm porten. Wisst ihr was, das machen wir noch. Los! Nun denn, liebe Freunde, freut mich, dass ihr zugesehen habt. Also ihr müsst, wie gesagt, mit dem einen Schnitt müsst ihr halt wirklich ein Auge zudrücken, weil ich hätte mich sonst wirklich dumm und dämlich gesucht in dieser blöden Truhe. Ich habe halt, ich habe das irgendwie falsch interpretiert und ich glaube, das war wirklich auch mein Fehler, weil ich das eben in den Optionen, also kann man hier einstellen, unter Systemeinstellungen kann man hier sagen... genau hier, Nordausrichtung der Minikarte. Minikarte nicht rotieren lassen, deswegen ist Norden bei mir immer oben. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich da hab verwirren lassen. Und ja, das ist übrigens auch neu, da kam noch, ich weiß nicht, wann das Update kam, aber das ist schon wieder ein bisschen länger her. Man kann mittlerweile auch, wenn man sich das extra runterlädt, auch die Audiosprache wechseln. Ich hab's mir runtergeladen, werd's aber nicht wirklich verwenden. Ich spiele das trotzdem immer noch auf Deutsch. Und deswegen... Wozu habe ich mir das überhaupt runtergeladen? Ich weiß, aber ich habe mir gedacht, der komplette halber. Einfach deswegen. Ja, jetzt hier ein bisschen... Sieht es ein bisschen komisch aus, ne? Wir könnten uns hier noch schnell ein Feuerchen machen, damit es wieder Tag ist. Und dann werde ich aber mal den Part beenden. Und im nächsten hole ich mir dann noch die anderen Klamotten. Beziehungsweise halt einfach Schätze. Also es gibt noch eine Maske. Und die anderen Sachen sind, glaube ich, noch komplette Outfits. Die auch so ihren Zweck erfüllen. Na geht doch!
Meine Fresse, wieso muss es in diesem Spiel ständig regnen? Das sollten sie mal rauspatchen, ne, liebes Nintendo. Könnt ihr mal einen Patch rausbringen? Weniger Regen in Breath of the Wild wäre schön, weil sonst ist es irgendwann noch Breath of the Rain. Okay, Leute, die restlichen Sachen suche ich im nächsten Part, und wenn ich das dann alles gefunden habe, also viel ist es ja nicht, das sind hier nur so vier Sachen, die uralte Maske, das Feengewand, Krone der Schatten, Geist auf der Rüstung, wenn ich die vier Sachen noch habe, und das müsste sich im nächsten Part auf jeden Fall ausgehen, hoffe ich doch, dann kümmere ich mich natürlich um die sogenannte Prüfung des Schwerts. Das ist für mich das Hauptaugenmerk des eigentlichen DLCs. Das ist für mich jetzt persönlich nicht der Master-Modus, sondern die Prüfung des Schwerts. Und es geht um kein anderes Schwert als das Master-Schwert selber, sollte klar sein. Aber wie gesagt, im nächsten Part suchen wir erstmal die uralte Maske, das Feengewand, die Krone der Schatten, die Geister der Rüstung, und dann geht's los mit der Prüfung des Schwerts. Sind eh nur zwei Parts, wo ich da jetzt hier das brauche, also vielleicht wird sich im nächsten Part noch eventuell die Krogmaske aktivieren, wer weiß, vielleicht auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, wenn man versuchen will, wirklich alle 900 Krog-Samen zu finden. Das ist immer noch total bescheuert, aber naja. Bis zum nächsten Mal bei Breath of the Wild. Es geht endlich wieder weiter. Ciao, Leute.